Thema Fangjagdauswertung, Datenauswertung ist ein Thema, das kann man von vielen Seiten betrachten. Generell weiß ich natürlich, welche Falle gut gefangen hat und welche nicht. Ja, das kann sich aber auch von Jahr zu Jahr sehr unterscheiden. Ich habe ja jetzt das große Glück, dass ich 28 Jahre ein Revier betreuen darf und habe auch Fallen, die ich viele, viele Jahre eben an dem Standort habe und weiß, es gibt Jahre, da fängt man mit einer Falle 5 Füchse und im nächsten Jahr fängt man gar keinen Fuchs. Ja, trotzdem scheint die Falle ja richtig zu stehen und irgendwann fängt es auch wieder 2 Füchse oder 3 Füchse. Ja. Von daher mache ich es also mehr abhängig auch von meinen Beobachtungen. Ich arbeite natürlich auch mit Bildkameras privat oder mit Wärmebild-Nachtsichtgeräten, wo man mal leuchten kann. Und dann sieht man halt auch noch, ob in irgendwelchen Ecken Marder oder Füchse oder dergleichen sind. Ja, und kann da vielleicht einen Rückschluss machen. Schnee gibt es ja jetzt leider sehr wenig bei uns oder gar nicht. Ist sonst auch ein sehr guter Punkt, um mal, ich sag mal, abzuspüren, was an Raubwild da ist und vor allem in welchen Revierbereichen. Ich nutze halt die Mink Police App, um meine Fänge einzutragen. Das mache ich direkt an der Falle oder auf dem Weg, Rückweg zum Auto oder im Auto. Ich mache das auch so, dass ich eine Taschenwaage habe und Tiere wiege. Das interessiert mich aus dem Grund, habe ich jetzt viele Jungtiere, habe ich alte Tiere oder wie schwer sind denn die Steinmarder in dem Revier, wie schwer sind die Steinmarder in dem anderen Revier. Das ist jetzt für Betonrohrfallen und große Kastenfallen nicht unbedingt so wichtig, aber ich sag mal, wenn ich Fangbunker habe, dann ist auch schon mal die Größe des Tieres interessant, was den Einlauf angeht. 8 cm sind jetzt nicht viel, passen alle Tiere rein oder manche eben nicht. Was ich auch eintrage in die App, sind, wenn ich eben mal neue Köder ausprobiere. Man kann ja mal eine Falle nur mit einem Köder beködern, um zu gucken, wie der funktioniert. Das trage ich ein. Das mache ich aber meistens auch in dem normalen Digitalkalender, dass ich sage, okay, jetzt habe ich angefangen, das und das da zu machen. Ja, was einfach ist eben, man kann die ganzen Fänge aufrufen, um sie dann in die Streckenliste einzutragen. Oder eben auch zu gucken, welche Falle hat er jetzt am meisten gefangen. Aber wie gesagt, das hat man eigentlich im Gefühl, ne? Wo der Hotspot in dem Jahr war. Ja. Ja, von daher, ich sag mal, ich bin jetzt nicht so, ich bin zwar akribisch in meinen Entwicklungen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der ein Schussbuch führt und ein Jagdtagebuch. Ich mache das jetzt beruflich, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, der Dachdecker zählt auch nicht, wie viele Ziegel er draufgeworfen hat. Wie gesagt, ich muss es für die untere Jagdbehörde tun, dann mache ich es auch und dann schreibe ich es auch auf, aber so privat reicht mir das einfach, wenn ich das Erlebnis habe und ja, gut ist.